Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung so kurzfristig folgen konnten. Bundesinnenminister de Maizière möchte gerne die Dinge von gestern Abend, die schrecklichen Ereignisse in Nizza einordnen. Herr Minister, Sie haben das Wort. Das Attentat von Nizza macht mich unendlich traurig. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt in diesen Stunden den Familien der Opfer aller Nationalitäten, den Verletzten und dem ganzen französischen Volk. Ich denke, das geht uns allen so. Gott möge die Trauernden beschützen. Um unserer Solidarität Ausdruck zu verleihen, habe ich für heute und morgen bundesweit Trauerbeflaggung angeordnet. Bisher wissen wir zum Hintergrund Folgendes. Während des Feuerwerks zum französischen Nationalfeiertag gestern gegen 22.45 Uhr ist ein LKW mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge auf der Uferpromenade von Nizza gefahren, um dann auf einer Strecke von 2 Kilometern wahllos Menschen zu überfahren. Dabei wurden nach jetzigem Stand 84 Menschen getötet, etwa 100 weitere verletzt, 18 schwer. Wir sind in großer Sorge, dass sich unter den Todesopfern auch deutsche Staatsbürger befinden. Mehr ist dazu in dieser Minute nicht zu sagen. Der Fahrer des LKW wurde von Sicherheitskräften erschossen. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft in Paris hat die Ermittlungen übernommen. Eine Bekennung liegt noch nicht vor. Unterstützer des sogenannten Islamischen Staates haben den Anschlag aber zynischerweise auf sozialen Netzwerken bereits gefeiert. Unsere Behörden stehen in einem engen Austausch mit unseren französischen Partnern. Ich selbst bin in engem Kontakt mit meinem französischen Kollegen und Freund. Wir werden den französischen Kollegen jedwede Unterstützung anbieten, die erforderlich sein sollte und die von uns nachgefragt wird. Ein Deutschlandbezug auf der Täterseite liegt nach den uns vorliegenden Ermittlungsergebnissen nicht vor. Die Sicherheitsmaßnahmen der deutschen Behörden werden fortlaufend und lageangemessen verändert und angepasst. Die Bundespolizei unterstützt Frankreich beratend bei deren Binnengrenzkontrollen. In Abstimmung mit Frankreich hat die Bundespolizei zudem ihre Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen im Binnengrenzraum zu Frankreich sowie an deutschen Flughäfen und Bahnhöfen mit bestehenden Flug-, See- und Zugverbindungen nach Frankreich verstärkt. Die Ereignisse belegen erneut: Europa bildet einen gemeinsamen Gefahrenraum für den internationalen Terrorismus. Der Anschlag von gestern und die Anschläge zuvor, etwa in Brüssel und Paris, zeigen, wie real die Gefahr islamistischer Terrorakte in Europa ist. Auch Deutschland steht im Fokus solcher islamistischer Terrorakte. Der Anschlag gestern zeigt, dass mit unterschiedlichen Szenarien, Begehungsweisen gerechnet werden muss. Eine Gefahr geht gleichermaßen von gesteuerten Netzwerken, von koordinierten Gruppen aus, aber ebenso auch von radikalisierten Einzeltätern. Das Attentat von gestern belegt auf unfassbare Weise, wie kaltblütig und äußerst brutal Terroristen bei ihrem menschenverachtenden Tun vorgehen und dabei unschuldige Menschenleben für ihre Ziele missbrauchen. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland tun alles in ihrer Macht Stehende, um Anschläge in Deutschland zu verhindern. Eine Garantie dafür, dass das immer gelingt, gibt es leider nicht. Das wissen wir. Auch und gerade in diesen schweren Stunden sind wir eng in Solidarität an der Seite unserer französischen Freunde. Wir stehen zusammen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, gegen die Feinde unserer offenen und demokratischen Gesellschaften, deren menschenverachtendes Tun darauf abzielt, unsere freiheitliche Ordnung zu erschüttern. Sie hassen und sie töten, um Angst und Schrecken zu verbreiten.
Sie wollen, dass wir unsere Gewohnheiten und unser freiheitliches Leben verändern. Und sie wollen Macht über unsere Freiheit gewinnen. Das wird nicht gelingen. Vorsicht und Achtsamkeit sind geboten, aber nicht Einschüchterung und Angst. Die Menschen gestern Abend in Nizza sind zusammengekommen, um friedlich und fröhlich den französischen Nationalfeiertag zu feiern, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern aus Deutschland. Die Französische Republik steht für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Diese Werte leiten auch uns. Und wir werden diese Werte aufrecht und stolz weiterhin leben. Das ist die beste Antwort auf den Terror in Nizza und überall auf der Welt. Vielen Dank, Herr Minister. Es besteht Gelegenheit, bei Bedarf zu fragen. Vorne. Ganz kurz mit Mikrofon, bitte. Herr Minister, Sie sagen, es gibt kein Bekennerschreiben bislang. Sie sprechen aber von einem terroristischen Akt. Nun hat es ja auch im Zusammenhang mit dem Germanwings-Absturz schon mal eine ähnliche Situation gegeben, dass ein einzelner Mensch viele andere in den Tod gerissen hat. Wie sicher kann man im Moment sein, dass es sich hier tatsächlich auch um einen terroristischen Akt gehandelt hat, mit einem terroristischen, möglicherweise islamistischen Hintergrund? Die französischen Behörden sind sich sicher und darauf beziehe ich mich. Christian Schwitzer, ARD. Auch noch mal eine Frage dazu, zu diesen Einzeltätern. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eine zunehmende Gefahr und kann man das überhaupt kontrollieren? Die vergangenen Jahre im Antiterrorkampf waren echt davon gekennzeichnet, dass man sich auf bestimmte Tatszenarien vorbereitete, etwa die Sauerlandgruppe, ein Hit-Team von außen oder Einzeltäter, die wir ja auch etwa in Kanada und anderswo erlebt haben. Und die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass es nicht die eine oder die andere Wahrscheinlichkeit für eine denkbare Tatausführung gibt, sondern dass sie gleichzeitig stattfinden können, dass sie nebeneinander stattfinden können oder auch koordiniert miteinander stattfinden können. Das erschwert die Vorbeugung. Das Allerwichtigste sind Informationen im Vorfeld, national und international. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten da zu viele Vorkehrungen getroffen, bis hin zu dem letzten Antiterrorpaket, was wir dort beschlossen haben, mit gemeinsamen Dateien, mit Verbündeten und Partnern. Wir haben auch das Alter, ab dem Nachrichtendienste deutsche speichern dürfen, von denen eine Gefahr ausgeht, herabgesetzt. Wir haben in Europa die Zusammenarbeit verstärkt. Je mehr man weiß über Menschen, von denen eine Gefahr ausgehen kann, umso eher besteht eine Möglichkeit, Terroranschläge zu verhindern. Wenn man nichts weiß, ist Vorbeugung besonders schwer. Und deswegen kann niemand eine Garantie dafür abgeben, dass insbesondere von Einzeltätern solche Gefahren ausgehen. Wir kennen es auch von Amoklagen. Da ist auch eine Vorbereitung sehr schwierig. Umso wichtiger ist aber auch, dass wir neben den harten Maßnahmen des Rechtsstaats Präventionsmaßnahmen betreiben, dass wir Radikalisierung von jungen Menschen früh erkennen, dass wir den Familien helfen, solche Radikalisierungsphänomene auch, wenn es sein muss, anonym bei Beratungsstellen anzugeben, damit wir helfen können. Das meine ich alles mit Wachsamkeit. So, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihr Kommen.